Guten Tag, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem Beitrag IoT Smart Home Creepy Home. Freut uns sehr, dass Sie an unserem Beitrag Interesse haben. Mein Name ist Johannes Schäufele. Ich bin Rechtsanwalt bei SKW Schwarz Rechtsanwälte im Bereich IT und Digital Business. Berate da große Internetplattformen, Apps und andere Tech-Anbieter ihren alltäglichen Problemen, auch sehr viel Bereich im IoT, in das es heute gehen soll. Ich selber bin Patricia Gufler. Ich bin Softwareentwicklerin und schon seit 2013 im Bereich IoT unterwegs. Ich habe dort bei IBM gearbeitet, an der Watson IT-Plattform, habe mich vor circa 3 Jahren selbstständig gemacht und helfe nun Firmen in ihrer IoT-Strategie, diese in die Wirklichkeit umzusetzen. Hallo, ich bin Insa Janssen, ich bin Rechtsanwältin für IT- und Datenschutzrecht und ab Dezember Legal Lead bei dem Startup Legal OS, das Vertragsgestaltung automatisiert. Das Thema wollen wir uns heute am Beispiel der erfolgreichen Rechtsanwältin in einer Großkanzlei Monika Modern anschauen, die in nicht allzu ferner Zukunft mit Hilfe von verschiedensten smarten Hilfsmitteln durch den Tag geht. Genau, und dazu werde ich Sie durch begleiten. Also am Morgen hat Monika wird sehr schön geweckt von einem Sonnenaufgang bei ihr zu Hause mit ihren intelligenten Lichtern. Die intelligenten Lichter wissen genau, wann laut ihrem Kalender sie in der Kanzlei sein muss und wissen somit, ja, sie braucht 1 Stunde davor, bis sie aufgestanden ist und Frühstück eingenommen hat. Also genau 1 Stunde davor geht langsam eine Sonne bei ihr im Zimmer auf und sie wird langsam geweckt. Nachdem sie aufgestanden ist, ist bereits schon ihre Kaffeemaschine bereit, um ihren köstlichen, personalisierten Kaffee für sie bereitzustellen. Also sie braucht gar nicht mehr darüber nachdenken, dass, oder die Knöpfe drücken, um ihren perfekten Kaffee zu bekommen, sondern die Kaffeemaschine weiß genau schon, was sie genau möchte. Nach dem Kaffee geht es auf mit ihren Connected Car zur Kanzlei. Dieser führt die Monika auf den schnellsten und effizientesten Weg in die Kanzlei. Sie braucht sich nicht darum zu kümmern, wo Stau ist, was die schnellste Route ist, und kann es pünktlich dann bei ihrem Termin. Bei ihrem Termin, dazu hat sie immer auch ihr Smartphone mit dabei, damit sie Notizen machen kann, um alle wichtigen Informationen festhalten zu können. Das Smartphone begleitet sie über den ganzen Tag hinaus, auch nach der Arbeit mit ihrer Smartwatch, die mit dem Smartphone connected ist, damit sie ihre Fitnessdaten tracken kann. Das ist ihr sehr wichtig, weil sie möchte einen sehr gesunden Lebensstil haben und immer fit und wirklich ja, ihre Herzdaten auf dem Top-Zustand haben. Und am Ende freut sie sich, am Ende des Tages wieder zu Hause anzukommen bei ihrem Freund, der eine wunderschöne Überraschung für sie bereithält. So kann ein schöner zukünftiger Tag sein mit IoT-Devices, die einen den Tag erleichtern. Und ja, Johannes, wollen wir uns zusammen mal anschauen, was für mögliche Gefahren oder welche Problematiken sich dabei auftun können? Ganz genau, weil der Tag hat jetzt wunderbar perfekt gewirkt, aber vielleicht birgt so ein Tag eben auch Gefahren, die man nicht unmittelbar sieht und der Tag lief vielleicht auch gar nicht so perfekt, wie es der erste Anschein erweckt. Dann wollen wir vielleicht jetzt mal anfangen mit dem ersten Komplex des Tages, nämlich das sanfte Wecken. Was könnte man da für Probleme haben oder was käme da möglicherweise in Betracht, was unter der Oberfläche sich hier ereignet hat? Ja, ein Schelm, wer sich Böses denkt. Wenn ich mal überlege, ich mag Monika nicht und ich möchte Monika so richtig den Morgen versauen und zudem kann ich hacken. Ich weiß, dass Smart Devices schon innerhalb von 5 Minuten, wenn sie verbunden sind, gehackt werden können. Und ich habe mich als Hacker in ihre smarten Lichter eingehackt. Ich kenne ihren Tagesablauf. Ich weiß, sie müsste heute so gegen 6 geweckt werden.
Weil ich aber böse bin, schalte ich eine Disco-Beleuchtung über ihre Smartlichter an, so gegen 3 Uhr morgens, so dass Monika so richtig unausgeschlafen und unfit morgens aufwacht. Dann kann ich mir auch noch vorstellen, da ich ja jetzt Zugang habe und vielleicht es noch böser mit Monika meine, dass ich mir über Wochen lang anschaue, wann ihre Lichter angehen, ihre Tagesabläufe studiere und darüber merke, wann Monika denn in den Urlaub fährt. Und genau diese Zeit nehme ich für einen Einbruch in Monikas Wohnung. Wie real ist diese Gefahr, Patricia? Was würdest du sagen, technisch? Liege ich da, ist das Realität oder bin ich da jetzt irgendwie zu kreativ negativ? Leider bist du da nicht zu kreativ negativ. Es ist statistisch bewiesen, sagen wir, laut einem Research Paper wurde festgestellt, dass innerhalb von 5 Minuten, wenn ein IoT-Gerät connected ist mit dem Internet, gehackt werden kann. Oder gehackt wird und die Hacker stürzen sich drauf los und es gibt einige IoT-Geräte, die jetzt nicht den neuesten Standards auch entsprechen, die nicht einfach upgedatet werden können. Vielleicht die Encryption, also die Verschlüsselung, hat sich ist gehackt, ist nicht mehr so sicher und es muss upgedatet werden, aber es ist gar nicht mehr so einfach möglich, weil öfters werden IoT-Geräte einfach in den Markt gebracht, damit sie Daten eben nach Hause schicken. Aber die Update-Funktion zum Beispiel selber, da wird nicht so viel Zeit und Geld investiert. Und das merkt man dann im späteren Zeitpunkt, sobald es sozusagen die Hütte ein bisschen brennt. Und genau, das ist dann eben ein großes Problem, was dann passieren kann. Insofern. Leider. Aber auch datenschutzrechtlich ist es ja auch, man möchte ja nicht, dass das außerhalb meinem eigenen Geheim jemand anders weiß, wann ich aufstehe oder wann ich schlafen gehe, weil das ist ja etwas sehr Privates und sollte eigentlich in den eigenen 4 Wänden meiner Meinung bleiben. Und es ist auch die Frage, wenn ich einmal meine intelligenten Lichter mit einer anderen App verbunden habe, aber die App vielleicht nutze ich zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr. Ich habe sie wirklich nur zum Testen verwendet und ich verwende sie nicht mehr, aber trotzdem gehen die Daten weiter dahin, weil ich es nicht explizit ausgeschaltet habe. Das ist auch etwas, was vielleicht nicht so gewollt ist. Ja, gutes Stichwort Datenschutzrecht. Da stellen sich bei mir auch dann direkt alle Haare auf, wenn ich mir überlege, dass irgendwie das Profil gespeichert wird, wann immer die Lichter angehen und das dann mit verschiedenen Apps verbunden ist. Und wahrscheinlich würde ich annehmen, also es gibt ja ganz viele verschiedene Anbieter und wir wollen ja gar nicht über jeden Einzelnen reden, aber sehr oft haben solche Anbieter ja im Hintergrund Cloud-Services, die sie nutzen, irgendwelche Dienste in den USA. Wir wissen nach der Schrems II-Entscheidung, Datenübertragung in die USA von personenbezogenen Daten sind inzwischen hochproblematisch und eigentlich nur mit Einwilligung möglich, wenn überhaupt. Das heißt, wenn ich jetzt überlege, dass da Profile über mich gebildet werden, da bin ich ja auf jeden Fall bei personenbezogenen Daten. Und wenn das dann in die USA geht, würde ich mich fragen, ob das überhaupt insgesamt datenschutzrechtlich in Ordnung ist. Also zumindest müssten diese Anbieter von den Lichtanlagen oder die App-Verwerter sich da Gedanken drüber machen und schauen, dass sie die richtigen Verträge haben und mich fragen, ob ich diese Daten überhaupt übertragen will. Und ich habe selber Smart-Lichter. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendwo eine Einwilligung abgegeben habe. Ich glaube, da schaue ich später nochmal nach. Aber ja, oft in den, wenn man einen Account erstellt. Gleich da werden die Nutzerbedingungen, müssen die akzeptiert werden und die sind meistens doch sehr lang, was sich so gut wie niemand durchliest und dann ist so ein Klick schnell passiert, weil man will ja jetzt den Lichter benutzen. Man will ja nicht das Ganze zuerst durchlesen und dann erst entscheiden, ja, jetzt benutze ich die Lichter. Ja, klingt problematisch. Vielleicht nochmal zu dem Punkt Sicherheit. Es gibt ja durchaus Vorstöße, da einen Regelungsrahmen zu schaffen, der die Nutzer besser absichert. BSIG, Artikel 32 DSGVO, die neue Warenkaufrichtlinie auf EU-Ebene,
die zu Updates verpflichten soll bei Geräten mit digitalen Inhalten. Wie seht ihr das? Ist das ein Schritt in die richtige Richtung? Wird hier Sicherheit geschaffen, die ausreicht, oder ist hier noch viel zu tun? Es ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Was aber problematisch ist, ist, dass eben die Hersteller sich daran richten können, aber nicht müssen. Und das ist ein sehr großes Problem, weil wenn sie es müssen, sagen wir, wenn man das sich danach richtet, das kostet ja auch sehr viel Geld, weil es ja auch implementiert werden muss. Und bei einem größeren Projekt ist immer die Frage, willst du das nächste Feature rausbringen oder willst du im Security vielleicht nochmal genau reinschauen, dass alles sicher ist? Ich sehe auch eher die Lösung da drin, dass man so wie heute eben mehr über diese Probleme spricht, damit sich die Leute bewusster sind. Auch Datenschutzrecht ist ja, also Datenschutzrecht verpflichtet zwar natürlich auch zu den technischen und organisatorischen Maßnahmen, die getroffen werden müssen. Allerdings, wo kein Kläger, da kein Richter. Und die Datenschutzbehörden sind einfach sehr beschäftigt und prüfen nicht jedes Unternehmen lückenlos jederzeit. Das heißt, wir Verbraucher oder Monika sollte sich dieser Probleme eben bewusst sein, auch wenn ihr Alltag ständig erleichtert wird, dass es eben auch diese Schattenseite gibt und sie eben bewusst hiermit umgeht. Aber beim Kaffee kann doch bestimmt nicht so viel passiert sein, oder, wie beim Licht? Das klingt doch jetzt zunächst mal. Auch den Kaffee will ich Monika ordentlich versauen. Und ich kann mir vorstellen, oder ich weiß sogar, dass das passiert ist, dass irgendein Hacker kommt und Ransomware auf die Kaffeemaschine spielt. Also deine schöne, teure Kaffeemaschine, Patricia, steht jetzt Monika nicht mehr zur Verfügung. Monika kriegt nicht ihren großartigen, auf sie zugestimmten Kaffee, sondern hat eine Meldung auf ihrem Kaffeedisplay, dass sie bitteschön erstmal 500 Euro überweisen soll an eine geheime Adresse. Geht das? Es kann möglich sein, ja. Sicherlich nicht bei allen Herstellern, aber sowas kann möglich sein. Es wird wahrscheinlich nicht eine normale Banküberweisung sein. Es werden wahrscheinlich Bitcoins oder so nachgefragt. Aber ein jedes IoT-Gerät ist auf irgendeine Weise, wenn man sich genug damit beschäftigt, kann man irgendwie hacken. Man kann es über die Cloud hacken. Man kann im Netzwerk, im Heimnetzwerk sozusagen, dass ein anderes Gerät das eine Gerät sozusagen attackiert. Das könnte auch eine Möglichkeit sein. Da gibt es so viele Möglichkeiten von einem IoT-Gerät, weil früher waren die Geräte selber, die wurden verkauft an den Kunden. Der Kunde stellte es nach Hause und der Hersteller hat es zum Beispiel nie wieder gesehen. Das war auch nicht connected und sozusagen. Wenn es kaputt ging, war es kaputt und man musste es wieder zum Verkäufer bringen, zum Reparieren, oder es wurde eben recycelt. Aber heutzutage kann da wesentlich mehr passieren. Und wie ist das daneben mit den Daten? Also kann auch ein Profil erstellt werden, ähnlich wie bei den Lichtern, darüber, wie viel Kaffee Monika trinkt? Ja klar, sagen wir, man sieht ja selber bei der Kaffeemaschine, immer haben viele Kaffeemaschinen die Statistik, so viel Kaffee wurde getrunken, aber es werden nicht nur diese Daten werden sozusagen nach Hause geschickt, sondern auch welche Drehregelungen ich verwende, sagen wir, welche Kaffeesorten oder Kaffeevarianten mir mehr schmecken, ob Cappuccino, Espresso, Latte Macchiato. Und dadurch können auch die Hersteller mit diesen Daten, das sind sehr wertvolle Daten, weil die Hersteller damit nun sehen, welche Programme werden genutzt. Wird ein personalisierter Kaffee zum Beispiel angelegt für Patricia oder für Monika? Oder welche Funktionalitäten werden wirklich verwendet? Welche Fehlermeldungen entstehen? Zum Beispiel hat die Kaffeemaschine einen Bluescreen. Und was waren Sachen, was waren die vorhergehenden Events? Und wenn man diese Events sozusagen dann als Hersteller weiß, dann kann man die Software optimieren, dass das nicht mehr passiert und sozusagen auch das Produkt viel besser anpassen für die Kunden und somit ein wesentlich besseres Produkt auf den Markt bringen können.
Werden, also ich, wenn du sagst, diese Daten sind wertvoll, dann werden die ja bestimmt auch oft weitergegeben. Also dürfte ich mich dann wahrscheinlich nicht wundern, wenn ich in Zukunft dann für, oder Monika darf ich nicht wundern, bestimmte Werbung auch für Kaffeesorten zu bekommen, oder? Könnte theoretisch sein, aber ich selber habe eine Connected Kaffeemaschine. Mir selber ist das nicht passiert bisher, aber ja, sag mal, es sind wertvolle Daten, weil es wirklich, es ist das Gleiche wie früher oder früher immer noch. Auf den Browsern werden Cookies sozusagen gespeichert, man die Webseiten tracken, wo man war, welche Webseite, welche Anzeigen man angeklickt hat, und dann kann man ein personalisiertes Profil für den Benutzer anlegen. Und jetzt hat man noch zusätzliche Daten, die nebenbei aufgezeichnet werden. Also nicht, wenn der User im Browser ist, sondern nebenbei in seinem Smart Home oder außerhalb, auch mit den Kameras, die überwachen, sozusagen, die in den Straßen auch sind. Da kann man auch mittlerweile sehr gut mit Face Detection genau feststellen, ah, das ist die Monika, die gerade diese Straße entlang geht. Ich sehe schon, da kann beim Kaffeemachen auch ganz schön was passieren. Da will ich fast gar nicht wissen, was alles bei einer Autofahrt schiefgehen kann, wenn schon eine Kaffeemaschine solche Gefahren birgt. Ja. Auch da rein praktisch. Ich denke jetzt mal wieder böse und Patricia sagt mir gleich wieder, ob ich realistisch bin oder nicht. Also erstens mal könnte ich mir vorstellen, dass ich das ganze Auto ausschalten kann und Monika komplett verwehren kann, mit ihrem Auto irgendwo hinzufahren. Zum Beispiel böse möchte, dass sie gar nicht erst bei der Arbeit auftaucht. Würde das schon gehen oder ist das zu weit gedacht? Da hat schon vor ein paar Jahren dazu einen Artikel online gegeben, wo sie ein bestimmtes Connected Car gehackt haben. Da haben sie die Bremsen betätigt, sozusagen, also während der Fahrt die Bremsen betätigt. Und das ist ein Teil sozusagen. Ein Auto ist so aufgebaut, dass es ein Bussystem ist und die verschiedenen ja, sagen wir, Bremsen und alles wird darauf kommuniziert. Und jetzt, wenn Sie sagen, da ein Hub vom Auto ins Internet geht, da könnte theoretisch ja sowas auch passieren. Sag mal, bei einem Beispiel haben Sie es gezeigt, das war aber unter Aufsicht. Das war jetzt also White Hacking, nicht Black Hacking so. Aber ja, viele Autos die werden ja nicht von Grund auf neu aufgebaut von der Software her. Sag mal, es ist ja ein bestehendes System war ja zuvor schon da und da versucht man jetzt auch nicht komplett alles neu zu erfinden, weil vieles hat sich ja schon bewährt. Aber trotzdem birgt das ja auch mögliche Risiken, die man vielleicht übersehen haben könnte. Ja, natürlich ist Oder juristisch schellen bei mir natürlich die Haftungsglocken, ne? Also wo ich dann denke, was ist, wenn der Softwarehersteller für die Connected-Sachen und der Autohersteller gar nicht das gleiche Unternehmen sind? Gegen wen wende ich mich? Oder wenn das teilweise dann schon KI-basiert ist und die Maschine irgendwelche Entscheidungen trifft und darauf Einfluss genommen wird oder da irgendwas schief geht, wie ist das mit der Haftung? Also da würde ich auch als Anwältin immer den Unternehmen dazu raten, ganz genau in ihren Verträgen mit Softwareherstellern zu regeln, wer die Haftung trägt. Das dürfte dann ein sehr, sehr wichtiger Punkt in der Zukunft werden. ja, das sehe ich auch so. Da sind einige Konstellationen denkbar, wo man sicherlich die Haftungsfragen sehr genau anschauen muss. Selbst so Beispiele wie das fehlerhaftes Kartenmaterial, auf das zugegriffen wird, mich in einen Fluss leitet, ist daher wahrscheinlich nicht völlig undenkbar. Oder zum Beispiel, man könnte sich auch vorstellen, es gibt aktuell keinen Service, von dem ich wüsste, aber man könnte sich auch vorstellen, jemand, der den Premium-Navigation-Paket kauft, sozusagen, dass der die schnellere Route bekommt, als wie jemand, der die Normal-Paket-Variante hat, sozusagen. Und der kriegt ein wenig die nicht ganz optimale Route zu seinem Ziel. Dass der auch eine zwischen arm und reich sozusagen ein Schnitt, der hier theoretisch gemacht werden könnte.
auch ein gesellschaftliches Thema, wo man dann eine Diskriminierung hat. Denn das wie schnell man irgendwo ist, Mobilität ist ja wahnsinnig wichtig bei allem, ob es jetzt ums Vorstellungsgespräch geht, um wichtige Dinge, die man erreichen muss, das macht ja dann einen großen Unterschied. Ja, Zeit ist Geld. Zeit ist Geld. Zeit, ja. Und was ich auch denke, ist, wenn jetzt ständig irgendwelche Updates da drauf gespielt werden, wie ist das dann mit der Zulassung von Autos? Also das ist ja auch irgendwie immer so ein Ist-Stand, den man sich anschaut. Das kann sich dann ja auch verändern, wenn sich an der Software etwas verändert. Ja, es könnte auch ein Bug in der Software sein, ein Software-Bug sozusagen. Es wurde vielleicht nicht alles komplett getestet. Man kann nicht immer alles komplett testen. Besonders in IoT ist es echt schwierig, alles komplett, das ganze Rundum-Paket zu testen. Und ja, es könnte sich ein Bug einschleichen, der dann bei bestimmter Konstellation zum Tragen kommt. Ich sehe schon, da kommt an allen Ecken und Enden einiges auf die Beteiligten zu, sowohl von rechtlicher Seite als auch von technischer Seite, als auch für die, die hinterm Steuer sitzen. Was meint ihr denn? Also ich weil wir gehen bestimmt gleich weiter, aber ich denke jetzt gerade, weil wir ja auch über Regulatorik nachdenken, wie ist denn eure Meinung dazu? Kann man da regulatorisch was machen? Muss man da was machen? Ich würde fast sehen, wenn wir unter Aspekten der Gleichbehandlung und auch Antidiskriminierung schauen, würde ich fast die Gesetzgeber in der Pflicht sehen, dagegen zu steuern. Wie seht ihr das? Ja, sehe ich ähnlich von rechtlicher Seite. Da wird auf jeden Fall eine Neutralität gewahrt werden müssen, wenn man dazu übergehen wird, da Fahrleitsysteme zu integrieren, die es möglich machen, die Besitzer von bestimmten Autos auf besseren öffentlichen Wege zu leiten, wo klar ist, dass sie schneller ans Ziel kommen. Genau, dazu ist halt einfach auch wichtig, das technische Know-how mit reinzunehmen, damit man die richtigen Regeln auch definieren kann. Weil jemand, der jetzt nicht technisch tief drin ist, der kann einfach auch die Gefahren, die potenziell da sein können, gar nicht sehen. Und deswegen ist es sehr wichtig, einen technischen Kreis auch mit aufzubauen. Und dann wahrscheinlich auch, ich meine, wenn man überlegt, dass es hier um Autos geht, die bleiben ja auch nicht immer in einem Land. Ich habe schon mal an was gehabt, da hat man sich dann überlegt, ja, was ist denn mit der Haftung und auch dem, wenn das Auto über die Grenze fährt, muss dann eine andere Software aufgespielt werden, muss sich dann was ändern, weil vielleicht die Regulatorien in einem anderen Land anders sind. Also das wird ja dann grenzenlos komplex. Also da würde ich denken, das muss dann regulatorisch auf jeden Fall mindestens auf europäischer Ebene angegangen werden. Und wie du sagst, Patricia, auf jeden Fall mit technischer Hilfe für die Politik. Ja, es fängt ja auch schon an, wenn man von Deutschland nach England rauf fährt, die einmal links oder rechts fahren, sozusagen. Da fängt schon gleich mal an. Also wir reden ja jetzt noch über Connected Cars, aber wenn wir dann tatsächlich über Self-Driving Cars reden, dann müsste es verpflichtend sein, natürlich, dass die an der Grenze irgendwie diesen Softwarewechsel haben, dass sie auf die andere Straßenseite müssen. Und auch die Frage wieder, weil jetzt haben wir ja Fahrer, die komplett nur auf sich verlassen sind, nicht auf Softwarehilfe. Und die haften dann ja auch eventuell strafrechtlich, wenn sie gegen Straßenverkehrsgesetze verstoßen, wenn das Auto da teilweise was übernimmt. Dann ist ja auch die Frage, wie lange ist der Fahrer denn überhaupt noch für sein eigenes Straßenverkehrsverhalten verantwortlich. Ja, aber das ist dann ja auch der Fahrer, Halter oder vielleicht sogar der Hersteller, der dann bei Verkehrsverstößen haftet. Genau. Da kommt noch einiges. Da kommt noch einiges, das würde ich auch sagen. Gut, dann gehen wir weiter. Unsere Monika Modern hat ihr Handy benutzt, aber das hat ihr eigentlich nur geholfen. Was könnten wir da wieder für Probleme haben? Oder sie für Probleme haben, die sie möglicherweise überhaupt nicht bemerkt hat. Insa, da würde ich dich vorsprechen lassen. Ich glaube, das ist dein Themengebiet. Also
Ich schaue immer super genau, dass bei mir die Sprachassistenten im Handy ausgestaltet sind. Und ich erinnere auch gerne andere Leute in Meetings daran. Denn für mich wäre die Horrorvorstellung, ich schaue den ganzen Tag darauf, ja, dass ich als Anwältin immer schön die Geheimnisse von meinen Mandanten wahre, meine Geheimnisse bewahre und so weiter, IT-Sicherheit, alles gewährleistet. Und dann geht Monika Modern in ein wichtiges Mandantenmeeting, wo am besten Geschäftsgeheimnisse und irgendein kritischer Rechtsstreit besprochen werden. Und der Sprachassistent verpetzt alles am besten an die US-Geheimbehörden. Also jetzt in meiner Horrorvorstellung. Oder sagen wir mal, diese Sprachdaten werden rausgeleitet, das wird irgendwo abgefangen und die Gegenpartei von einem wichtigen Rechtsstreit bekommt das raus. Monika Modern wandert in den Knast, die Mandanten verlieren unendlich viel Geld und ja, also aus Sicht von Juristen finde ich, das ist das ein wahnsinnig heikles Thema, über das sich viel zu wenig Leute Gedanken machen. Geheimniswahrungspflichten von Juristen sind sehr stark und können, wie gesagt, auch strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen, wenn man verstößt. Und ich glaube, darüber denken viel zu wenige nach. Ja, kann ich nur teilen, vor allem wenn man dann jetzt zum Beispiel an das private Handy denkt, das man in der Tasche hat, da liest man dann das Kleingedruckte ja dann doch oft nicht so genau, wie man es bei einem Text tut, mit dem man sich in der Arbeit beschäftigt, wenn man dort das Kleingedruckte prüft. Also da herrscht dann doch auch manchmal eine Naivität, bei der ich mich auch das ein oder andere Mal ertappt habe. Und nicht nur man selber, sondern auch alle, die mit in dem Raum sind. Denn wenn man einen Mandantentermin hat, dann haben ja auch die Mandanten ein Handy in der Tasche. Das bewahrt mich aber als Rechtsanwältin nicht von der Pflicht, mich da sozusagen um meine Mandanten auch zu kümmern und gegebenenfalls darauf hinzuweisen, dass um die Geheimhaltung dieses Gesprächs zu bewahren, die Mandanten schauen sollen, dass ihre Sprachassistenten in ihrem Handy ebenfalls deaktiviert sind. Ja, das wäre echt ein großes Risiko, das man nicht eingehen will. Es ist ja auch im beruflichen Umfeld, aber auch im privaten Umfeld. Und da ist, wie Johannes ja bereits gesagt hat, noch viel einfacher, dass man einfach draufklickt auf ja, akzeptieren. Und ja, man hat auch einiges schon gelesen, dass Kriminalfälle auch aufgedeckt wurden mittels Sprachassistenten. Es hat ja auch seine positiven Seiten. Es hat, wie jedes, jedes Produkt oder jede Idee hat immer positive, aber auch negative Aspekte. Man muss immer selber für sich entscheiden, zu Hause im privaten Bereich, ist mir diese Funktionalität wert zu haben? Damit habe ich halt diese Gefahren, nehme ich auf mich oder ob ich es besser ausschalte, sagen wir es immer die Entscheidung. Ich sehe da ganz große datenschutzrechtliche Probleme auch. Einmal wieder klar Schrems-USA-Problem, wenn die Daten in die USA gespielt werden, denn die sind auf jeden Fall personenbezogen, wenn ich da rede, meine Stimme, meine Daten preisgebe, etwas von mir erzähle. Und selbst wenn ich habe mein Handy, ich habe meinen Sprachassistenten und ich stimme dem zu, aber dann begebe ich mich in eine Gruppe von Menschen, die mit aufgezeichnet werden und davon eventuell nichts wissen. Es ist dem Unternehmen aber eventuell vollkommen klar, dass das immer passieren wird. Wir sind ja soziale Tiere, wir sind unter Menschen und deren Daten werden ja auch ständig aufgezeichnet und übertragen. Und bei denen ist es datenschutzrechtlich dann natürlich auch problematisch. Ja, das ist sicher richtig. Ja, und da weiß ich auch, da muss man dann schon kreativ werden, wie man das löst. Wenn ich jetzt an die datenschutzrechtlichen Informationspflichten nach der DSGVO denke, muss ich ja zum Beispiel meinen Nutzer als verantwortliches Unternehmen darüber informieren, welche Daten erhoben werden und an welche Unternehmen diese Daten zum Beispiel übertragen werden. Ich habe ja gar keine Chance, Dritte zu informieren, die mit aufgenommen werden. Das heißt eigentlich dann, muss ich irgendwie anders dafür sorgen, dass diese Leute informiert werden oder fällt diese Pflicht dann weg?
Mir ist jetzt von den Datenschutzbehörden dazu keine genaue Anleitung bekannt. Das heißt, da befinden wir uns in einem echt schwierigen Umfeld, auch für die Unternehmen sehr schwierig. Denn teilweise ist es ihnen da schlicht nicht möglich, alle Personen, deren Daten verarbeitet werden, überhaupt zu informieren. Umgekehrt für die Betroffenen wahrscheinlich auch sehr schwierig, die Rechte dann durchzusetzen. Angenommen, es besteht keine ausreichende Grundlage, wenn die Daten erstmal erhoben sind, rein praktisch. Ja, und überhaupt, also das passiert dann ja auch einfach, ohne dass ich irgendwas weiß. Also ich gehe ja jetzt nicht rum und frage alle Leute um mich, ob sie bei ihrem Handy in der Tasche den Sprachassistenten ausgeschaltet hatten. Wenn es mal aufgenommen wurde und irgendwohin verschickt, dann komme ich eh nicht mehr dran, weil ich nicht weiß, wann und wo es passiert ist. Und eigentlich denkt man ja, man erfährt das dadurch, dass es dann irgendwie pingt, wenn man einen bestimmten Befehl eingibt und erst dann wird aufgenommen. Aber jetzt nochmal, Patricia, technisch kann das doch eigentlich auch nur gehen, wenn es vorher auch schon mithört. Sonst würde es ja meinen Sprachbefehl gar nicht hören, oder? Ja, sag mal, es gibt diese Triggerwörter, die definiert wurden, um eben den Sprachassistenten zu aktivieren. Es wurde aber auch wenn ein bestimmter Sprachassistent im Wohnzimmer über, sagen wir, circa 70% anscheinend der Sprachassistenten sind in einem Wohnzimmer und da geht der Fernseher sehr oft oder ja, hat man einen Fernseher und durch die Sprache sozusagen vom Fernseher, das kann ja potenziell auch den Sprachassistenten schon aktivieren. Ungewollt sozusagen. Dann werden auch bestimmte, die aktuelle Situation mit aufgenommen, was man ja eigentlich nicht möchte. Aber ja, es gibt, sagen wir mal, es gibt einmal die lokale, Audioverarbeitung und einmal die, wo gleich aufgestreamt wird, gewisse Aktivierungswörter sollten eigentlich lokal gemacht werden, nur lokal und dann sozusagen hochgestreamt werden. Ob das immer so gemacht wird, lasse ich jetzt mal offen. Man liest im Internet einiges, wo eben Kriminalfälle zum Beispiel gelöst wurden. Ob da jemand zuerst Hallo oder Hey da, da, da gesagt hat, bezweifle ich. Deswegen, da lasse ich jetzt die Zuschauer ihre eigene Meinung bilden. Ja, ich würde auch immer denken, um diesen Sprachbefehl wahrzunehmen, muss vorher schon ein bisschen mitgehört worden sein. Ich kann es mir sonst schwer vorstellen. Ja, das sollte aber nur theoretisch nur über lokale Das heißt, Prozesse. das wird aufgenommen, aber das wird nicht Nicht in die übertragen. Cloud, ja. Ah ja, Das okay, ist das lokal. heißt, aufgenommen werde ich die ganze Zeit, das wird dann im Normalfall wieder gelöscht. Übertragen wird eigentlich nur beim Triggerwort. Sollte so sein. Okay, spannende Sache. Also da sind wir, glaube ich, dann auf jeden Fall schon in dem Bereich des Creepy Home. Ja, Bin ich das mir über. stimmt. Ja, Gut, dass wir aber dich. auch da würde ich sagen, könnt ihr euch da, Johannes, kannst du dir irgendwas vorstellen, was da regulatorisch drin sein könnte? Also, dass unsere Datenschutzbehörden sich die Mitschnitte auch noch anhören? Oder wie könnte man diesem Ganzen überhaupt Herr werden? Ja, ich glaube, es ist tatsächlich da ein schwieriges Problem, überhaupt mal daran zu kommen, was alles erfasst wird und wie das erfasst wird, weil mit Auskunftsansprüchen des Einzelnen ist dem ja ganz offensichtlich nicht beizukommen. Also es müssten dann tatsächlich die Datenschutzbehörden vermutlich schauen, welche Daten da im Einzelnen erhoben worden sind. Und das scheint mir dann auch schwierig, weil daher auch eine Zuordnung dann gar nicht möglich ist, wenn ich jetzt an Stimmaufzeichnungen im Hintergrund denke, dann sind es sicherlich personenbezogene Daten, aber von wem und wie lässt sich dann nachvollziehen, ob da Einwilligungen eingeholt worden sind oder nicht? Also es scheint mir da einfach von der praktischen Umsetzung von Schutz sehr, sehr schwierig zu sein. Und IT-Sicherheitsregularien gibt es ja in dem Bereich sicherlich auch, weil die Sachen sind ja auch in der Cloud gespeichert. Ja, Habt ihr dazu eine Meinung, wie es da aussieht? die sollen eben nicht personenbezogen sein, sagen wir die, ich bin da
neuesten Standards oder Richtlinien auch vertraut und man soll sozusagen zu den Daten keine E-Mail-Adresse zum Beispiel speichern oder keine physische Wohnadresse. Es kann aber auch sein, wenn solche Profile erstellt werden von bestimmten Personen, dann weiß man zumindest, in welcher Zeitzone sie zum Beispiel wohnen. Da kann man schon mal eingrenzen. Und ob sie eben vielleicht Familie sind, weil mehrere Leute sozusagen gehört werden, da kann man auch weiter eingrenzen. Und ja, und eben auch mittlerweile können über Sprache sozusagen kann die Sprachassistenten auch sagen, ja, das ist jetzt die Insa oder das ist die Patricia. Also sie können unterscheiden zwischen verschiedenen Frauen, wer da im Haushalt zum Beispiel ist. Und ich denke, jeder hat auch seine eigene Art, wie er spricht, hat einen eigenen Mini-Dialekt oder auch wie er Wörter betont, welche Pausen er macht. Und ich denke, da kann man schon auch ein gutes Profil machen und sozusagen am Ende schon recht gut auch einschränken. Da man, logisch, je mehr Daten die Tech-Giganten oder sagen wir die Firmen haben, die Sprachassistenten, desto mehr können sie oder genauer können sie zuordnen. Wenn jemand sozusagen kaum im Radar war, dann ist er auch unsichtbar sozusagen. Aber je mehr wir Sprachassistenten zum Beispiel verwenden, desto ja, mehr Daten werden durch uns sagen wir, geliefert. Und die Inhalte der Kommunikation, das muss ja auch dann rechtlich noch bedacht werden, ne? Ich kann ja auch einfach, also wenn ich telefoniere, verlasse ich mich ja darauf, dass die Telekommunikation, die Inhalte also nicht abgehört werden, nicht übertragen werden. Telekommunikationsrecht spielt eine Rolle. Johannes, trifft das dann auch dazu? Weißt du Da das? haben wir sicherlich ein Problem. Wenn ein solches Gerätengespräch von mir in der Wohnung mithört, dann falle ich da sicherlich zunächst mal nicht unter das Telekommunikationsgesetz und auch nicht unter das Fernmeldegeheimnis, weil das Gespräch eben in der Wohnung stattfindet und dann aufgezeichnet wird. Es gibt bestimmte Sicherungsmechanismen bei Abhörvorrichtungen, also wenn ich Geräte auf den Markt bringen, die zum Abhören bestimmt sind und die Mikrofone versteckt. Da gab es mal Fälle mit Abhör-Kinder-Teddybären, die eigentlich Babyphones waren. Aber so einen Fall haben wir bei einem Aufzeichnungsgerät, das ja offensichtlich mit Mikrofon ausgestattet ist. Da greifen die Schutzmechanismen dann meiner Ansicht nach auch nicht. Ach so, weil das dann nicht versteckt ist. Da ist nichts versteckt und die Geräte sind ja auch nicht primär zum Abhören gedacht. Also da wird man auf dem Weg in den meisten Fällen wahrscheinlich keinen Schutz finden. Das heißt, auch da darf man sich dann nicht drauf verlassen, dass es regulatorisch schon so weit geregelt ist, dass wenn was Böses passiert, man auf jeden Fall rechtliche Möglichkeiten hat, sondern weil es eben offensichtlich ist und nicht eine geheime Abhöranlage, muss Monika auf sich selbst aufpassen. Ich glaube auch, also ich glaube, das Datenschutzrecht würde da ja schon viele Regelungen vorhalten, die Schutz bieten, aber in der technischen Umsetzung und wie dann der Einzelne das einklagen kann, da sehe ich einfach oftmals noch große Schwierigkeiten. Ja. Es sind ja auch zum Beispiel Daten von einem Connected Car. Da weiß man genau, von wo bis wo der Mensch da fährt. Sag mal, wenn er öfters zu Punkt B fährt, dann ist das wahrscheinlich seine Arbeit. Und wenn er jeden Abend zu Punkt A kommt, dann ist das wahrscheinlich sein Zuhause. Sicherlich, die Daten können sag mal, so verändert werden, dass sie nicht gleich zuordnenbar sind. Sie können verstreut werden über verschiedene Silos sozusagen, dass man nur, wenn man einen bestimmten Schlüssel hat, dann kann man die Puzzleteile sozusagen zusammenstellen. Aber das ist schon eher etwas, was advanced ist und sicherlich nicht alle Firmen machen. Das können sich viele auch einfach nicht leisten, weil je mehr Technik und je mehr Sicherheit, desto mehr kostet es klarerweise auch. Und am Ende der Benutzer selber sieht das nicht und dann sieht er auch nicht den Mehrwert und ist vielleicht auch nicht so bereit, dafür zu bezahlen. Das ist ja auch für Social Media
die Social-Media-Kanäle sind ja auch gratis. Und am Ende das Produkt ist der Mensch, der die Daten produziert. Weil es die Social-Media-Kanäle selber aufzubauen, war ja auch nicht gratis. Und irgendwie holen sie es, werden in dem Fall die Daten verwendet, um Werbeeinnahmen, gezielte, machen zu können. Ja, da habe ich, also ich habe auch bei unserem Titel mit dem Smart Home Creepy Home sofort an diese Netflix-Dokumentation mit dem Social Dilemma gedacht. Ich glaube, da gab es das Zitat drin, wenn du für dein Produkt nicht bezahlst, dann bist du das Produkt. Genau. Ne, also wertvolle Daten, Kaffeemaschine, Connected Car, all das sind Daten, die ich produziere. Und ich glaube, normalerweise unterschätzt man, wie viel das an Wert hat für Unternehmen, dass man da alles gratis zur Verfügung stellt oder für einen Dienst, den man dann gratis nutzen kann. Ja, oder vielleicht zu Herstellungskosten bekommt man bestimmte IoT-Devices, die connected sind. Wieso zu Herstellungskosten? Weil es sind ja noch Software drumherum und alles. Da muss man sich auch die Frage stellen, wie ist da das Geschäftsmodell einfach? Ja, und im Volksmund oder so wird ja oft gesprochen auch über Eigentum an Daten. Alle Juristen zucken immer so ein bisschen, weil das ist eine kritische Frage und richtig Eigentum an Daten gibt's halt nicht. Weil Eigentum geht halt nur an einem körperlich abgrenzbaren Gegenstand oder zumindest containbar, wenn man jetzt zum Beispiel über Strom spricht. Daten sind anders. Daten sind nicht eigentumsfähig in dem Sinne. Das ist ein bisschen umstritten, aber ich glaube, darauf ist man sich hauptsächlich einig. Und die Frage ist dann, kann ich das, was das ist, irgendwie verkaufen? Kann ich dafür Geld haben? In der Realität ist so ein Datentopf sicherlich wertvoll und alles, was wertvoll ist, kann man zu Geld machen. Aber wie das rechtlich abbildbar ist, ist alles noch nicht so einfach. Auch im Bereich Big Data dann natürlich ein Riesenthema. Eben, es sind ja nicht nur die Daten, sondern die Insights von den Daten, die daraus gezogen werden und dadurch auch zukünftige Patterns rausholen. Ja, ich denke auch, da wird noch einiges an Regelungsbedarf entstehen, ist schon entstanden. Und das letzte Wort ist noch nicht gesprochen, wie man da viele auch jetzt erst ersichtliche Probleme in den Griff bekommt. Ich frage mich auch manchmal, ob sich Leute mehr für Datenschutzrecht interessieren würden, wenn diese Datenökonomie greifbarer wäre. Also dieses sichtbar, du hast jetzt mit deinen Daten bezahlt. Mit XY-Daten hast du gerade bezahlt, also dass man da einen Wert drin sieht, weil jetzt sieht man halt nur die Convenience und sieht überhaupt nicht, was man dafür hergibt. Ja. Ich habe mal versuchsweise bei einem Social-Media Kanal sozusagen mal geschaut, was sie für Daten haben. Obwohl ich da recht wenig mache, war ich erstaunt, was für ein großes ZIP-File ich am Ende runtergeladen habe. Und was da alles drinnen gestanden ist. Sehr interessant. Ist interessant. Ja. Gut, ich würde sagen, dann verlassen wir für einen Moment das Creepy Home. Monika Modern geht es nämlich joggen. Genau. Sag mal, sie will jetzt fit sein, sie will lang leben, gesund leben und deswegen geht sie joggen. Mit ihrer Smartwatch wird alles aufgezeichnet und sie sieht auch, welche Fortschritte sie hat. Aber mit einer Smartwatch, wie gesagt, werden Gesundheitsdaten auch aufgenommen. Und das sind schon sehr sensible Daten. Ja, da gibt es auch, sagen wir, nicht nur die großen Handyhersteller haben sozusagen dann Zugriff auf diese Daten, sondern auch die App-Entwickler, die auf diesen Daten sozusagen arbeiten. Sie geben einen Mehrwert. Ja, man kann besser seine Krankheiten oder seine Ziele tracken und erreichen und verbessern. Aber es ist halt immer die Frage, was ist, wenn ein Datenleck ist? Einmal das Datenleck und dann, klar, sind das besonders sensible personenbezogene Daten, auch im Sinne der Datenschutzgrundverordnung besonders zu behandeln, Gesundheitsdaten.
Und nicht nur die App-Entwickler haben an sowas Interesse, sondern wo ich eher auch einen kritischen Punkt sehe, ist, wenn es um Krankenversicherungen geht. Denn die haben natürlich ein großes Interesse daran, die Gesundheit ihrer Mitglieder oder potenzieller Bewerber zu tracken. Also dann mag es sein, dass ich zum Beispiel einen Rabatt bekomme, wenn ich ein Fitness-Watch-Profil der letzten 3 Monate vorlegen kann. Das zeigt, dass ich eine sehr gesunde Person bin, was dann natürlich wieder zu Diskriminierung führen kann von Leuten, die vorherige Schwierigkeiten haben oder Sachen, die vielleicht auch gar nicht krankheitsrelevant sind, sondern dann so interpretiert werden, eine etwas höhere Herzrate, alles, was eben gemessen werden kann. Und ich glaube, viele denken da sehr, sehr kurzfristig. Also es gibt ja, glaube ich, auch jetzt bei Krankenkassen Programme, dass man eben, wenn man seine Fitness trackt, bestimmte Dinge günstiger kriegt. Und kurzfristig scheint das dann ganz toll. Und dann merkt man, dass eventuell bei negativem Ausgang die Kosten steigen. Ja. Das gibt's auch bei den Autoversicherungen. Man kann sich da so ein OBD-Dongle ans Auto reintun. Und wenn man einen aggressiven Fahrstil hat, dann ist die Versicherung auch teurer als wie normal. Aber eben ja, bei Gesundheitsdaten ist es nochmal viel kritischer. Ja, vor allem, weil ich bei Gesundheitsdaten, da habe ich ja keinen wirklichen Einfluss drauf. Ich kann mich zwar gesünder ernähren und Sport machen und dann wird das eventuell besser, aber vielleicht eben auch nicht. Also wenn meine Versicherung zum Beispiel davon abhängig wäre, wie meine Gesundheitsdaten sind und dann wird man eben krank. Also da würde ich vom Gesetzgeber einfach erwarten, dass dem Schranken geboten sind. In gewissem Maße. Aber jetzt mal von der Verarbeitung her, der Gesundheitsdaten her gedacht, haben wir da genug Regelungen in der DSGVO oder ist hier auch noch bei der Erfassung Anpassungsbedarf? Wie würdet ihr das einschätzen? Also nach der DSGVO sind natürlich Gesundheitsdaten besonders geschützt. Aber wenn ich die nur für meine Zwecke, also wenn ich die verarbeite im Rahmen von dem Vertrag, den ich abschließe, jetzt mit dem Anbieter zum Beispiel der Smartwatch, dann gehen natürlich einige Verarbeitungen, weil das genau die sind, die ich will. Ich will die aber nur, um mich über meine Gesundheit zu informieren. Da, wo es dann anders wird und wo auch die DSGVO natürlich durchaus Regelungen zu hat, ist, was ist, wenn die Daten an Dritte weitergegeben werden. Da muss man eben sehr eng sehen und das sieht man aber auch in den Apps oder zumindest in der App, die ich mir angeschaut habe, dazu, dass man sehr, sehr feingliedrig die Einstellungen wählen kann. Und mir ist aufgefallen, dass bei jedem Service, der angeschlossen ist oder zum Beispiel, wenn ich ein anderes Ziffernblatt auf meiner Smartwatch haben möchte, werde ich dazu gefragt mit einem Text, der mir erklärt, an welches Unternehmen die Daten dann übertragen werden und zu welchem Zweck. Und das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig und muss immer beachtet werden. Da es eben sehr offensichtlich ist, dass Gesundheitsdaten sensibel zu behandeln sind, ist hier die Awareness der Hersteller schon etwas höher. Das ist zumindest mein Eindruck, dass hier schon gut drauf geachtet wird. Ich sehe wirklich das Problem erst da, wenn ein Benefit so groß dargestellt wird, dass Verbraucher eventuell nicht auf die Daten oder auf die Risiken, die sie dadurch haben, schauen. Ja, das ist auch so mein Gefühl. Also ich glaube, dass da schon ein eigentlich strenger Rechtsrahmen besteht, aber einfach weil viele Verbraucher das möglicherweise nicht, die Tragweite nicht ganz durchschauen, da viel abgeklickt wird, was nicht ganz, obwohl es transparent sein muss, auch eigentlich transparent ist. Dann, wenn man die Leute fragt, was sie denn eigentlich, in was sie eingewilligt haben, da dann doch oft nicht wissen, was eher die Schuld der Verbraucher ist als der App-Anbieter. Wobei, das ist dann auch, glaube ich, einfach ein Aspekt, der jetzt noch nicht, die DSGVO ist ja auch noch jung. Viele Sachen wurden schlicht auch einfach und einfach auch noch nicht vor Gerichten durchgesehen, durchgeschaut. Wie ist es? Niemand hat es oder viele Sachen wurden einfach noch nicht durchgestritten. Ich würde schon argumentieren, dass wenn es wirklich eine sehr große Tragweite ist von Daten, die zu irgendwelchen
Zwecken verarbeitet werden, wo mir die Tragweite nicht bewusst ist als Verbraucher, besteht schon die Möglichkeit zu sagen, naja, also wenn die Tragweite nicht richtig dargestellt war, dann ist die Einwilligung auch ungültig. Aber ich kann die Tragweite eben auch deswegen nicht verstehen, weil ich den Einwilligungstext einfach nicht lese. Das kann sein, aber ich habe immer den Eindruck, wenn ich es auf einem überschaubaren Text darstellen kann, ja, dann ist es auch keine besonders creepy Tragweite. Wenn es eine wirklich creepy Tragweite ist, dann hat man meistens diese langen Texte, wo man sich über die Transparenz und die Zumutbarkeit schon wieder streiten kann. Ne? Also auch ein Text, der irgendwie 20 Seiten lang ist, der mag transparent geschrieben sein, aber man kann dennoch argumentieren, dass das nicht okay war und nicht dem Verbraucher zumutbar, weil es dann doch nicht mehr transparent ist, weil es zu komplex wird. Ne? Da gab es ja jetzt auch schon, jetzt nicht im Zusammenhang mit Gesundheitsdaten, aber mit großen Online-Anbietern, wenn die AGB ausklappbar irgendwie ungefähr eine Stunde zum Durchlesen brauchen, die Datenschutzhinweise, dann kann man auch nicht mehr davon sprechen, dass das besonders transparent ist. Ist oft ein schmaler Grat zwischen Transparenz, Länge, Kürze, trotzdem umfassend. Da wird man sicherlich warten müssen, wie sich das dann entwickelt und was. Genau, ich glaube halt auch, dass die DSGVO ist ganz gut, was das angeht. Es ist halt noch eine Frage, wie es umgesetzt wird. Und das wird die Zeit zeigen und Streitwillige. Dem stimme ich zu. Gut, dann hat unsere Monika Modern doch den Tag eigentlich überstanden und darf jetzt auf ihre schöne Überraschung hoffen, die schon auf sie wartet. Ja, was ist denn eine Überraschung? Also, ich habe gehört, dass der Mann auf sie zu Hause wartet und eine Überraschung hat. Was hat er genau mit ihr vor? Soll ich einspringen, was er mit ihr vorhat? Ja, genau. Der Mann wartet daheim, ich als Mann übernehme jetzt die männliche Rolle in der Darstellung. Der Mann wartet mit einem smarten Keuschheitsgürtel auf sie, den er sich schon angeschnallt hat. Ich lese kurz aus der Herstellungsbeschreibung vor. Das smarte Gerät schließt den Penis des Trägers zwischen zwei Ringen aus gehärtetem Stahl ein und kann nur über eine begleitende App entsperrt werden, die per Bluetooth mit dem Gerät kommuniziert. Entsperren können soll natürlich nur Monika Modern. Aber was passiert denn jetzt? Also ich sehe überhaupt nicht, wie das schief gehen könnte. Das ist keine Gefahr, keine Gefahr. Okay. Keine Gefahr. Was ist, wenn der Akku gerade leer ist oder irgendwie die Kupplung gerade, sagen wir, die Verknüpfung sozusagen mit diesem Keuschheitsgürtel nicht mehr aktiv ist? Dann ist ihr Mann gefangen in diesem Keuschheitsgürtel. Oder wenn es wer hackt. Oder wenn es wer hackt. Das wäre. Denn so jemand auf so eine Idee kommen? Ich glaube, wir haben auf Spiegel vor ein, zwei Tagen gab es dazu genau so einen Artikel. Und anscheinend wurde er, habt ihr gesagt, er wurde durch, er konnte sich nicht mehr befreien von diesem Keuschheitsgürtel. Seine Frau konnte ihm nicht helfen mit der App. Das Einzige, was geholfen hat, war die Feuerwehr zu rufen, dass die ihm da raushilft. Mit dem Bolzenschneider. Ja, das ist dann ein ziemlich blödes Ende des Tages für Monika Modern, die am Ende des Tages die Feuerwehr rufen muss, um per Bolzenschneider ihren Mann aus dem Keuschheitsgürtel zu befreien. Ja. Mhm. Also es lauern Gefahren, obwohl es doch einen ordentlichen und relativ breiten Regelungsrahmen gibt, der jetzt auch immer mehr solche Pflichten oder solche Probleme in Blick nimmt, eben Sicherheitsupdates, Sicherheitsanforderungen. Aber man merkt momentan, dass obwohl es wohl einen Rechtsrahmen gibt, da doch noch nicht immer alles umgesetzt wird und an der einen oder anderen Stelle dann doch sehr erhebliche Gefahren drohen. Und ich sehe da auch, also wir haben jetzt ja viel die Aspekte angesprochen, was können Verbraucher tun oder was ist auch die Rolle der Länder, Europa, um hier Regulatorien zu schaffen. Eine Sache, die ich noch ansprechen würde, ist für die Unternehmen.
Patricia, siehst du viel, dass solche Unternehmen sich darüber Gedanken machen und viel Whitehacking zum Beispiel machen, um ihre Sicherheitslücken zu schließen? Ist das was, was passiert? Ich selber sehe, ich habe mit größeren Unternehmen gearbeitet und da wird wirklich auch Whitehacking, werden wirklich externe sozusagen beauftragt. Die bekommen einmal, sie müssen selber versuchen einzudringen, aber sie bekommen auch bestimmte Informationen, die man, um eben das Hacking zu erleichtern und dadurch potenzielle Gefahren zu finden. Aber klar, das kann sich ein kleine, sagen wir klein, können sich größere Firmen leisten, sowas. Das ist mit wesentlichen Kosten auch verbunden, aber mit kleineren Firmen ist halt auch, die haben nicht die finanziellen Mittel. Es gibt aber auch sehr viele kleine Firmen, wo ich sehr überrascht war, wie gut sie sozusagen den Standards und allen folgen. Aber ja, es ist immer eine Geld- und Zeitfrage auch und auch eine Prioritätenfrage. Ist man, was man vielleicht als Konsument darauf achten sollte, würde ich, oder ich mache das auf jeden Fall, ich schaue mir, wo die Produkte hergestellt wurden, in welchen, woher sie kommen, welchen Land, welche Gesetze sich dort sagen wir, bestimmen, wie das Produkt auch aufgebaut werden soll. Und ja, es gibt zum Beispiel viele günstige Kameras aus China und ja, sagen wir, ob da die Sicherheit immer gegeben ist, bezweifle ich. Und dann auch das Problem der Rechtsdurchsetzung, ne? Also selbst wenn ich Rechte habe, wenn das haftende Unternehmen nicht greifbar ist, dann bringt mir das herzlich wenig. Ich habe beim Whitehacking auch noch dran gedacht, wie das dann mit der Haftung ist. Das ist auch sehr, sehr wichtig zu klären von vornherein. Auch für jetzt mal Hacker, die sich als Freelancer, als Whitehacker engagieren, dass die darauf achten, dass sie dann nicht für die Sicherheit des getesteten Devices am Ende haften. Denn ganz so lückenlos kann es nie geschehen und da sollte man sich als Whitehacker sicher halten, dass man nicht plötzlich in die Haftung reinschlittert. Ja, da werden eh normalerweise sozusagen dedizierte, sagen wir, entweder vor es auf Produktion geht, sozusagen vor es released wird, werden oft Whitehacking-Aufträge sozusagen gemacht, aber auch während es schon in Produktion ist und da auf bestimmte Devices, die vielleicht in einer gesicherten Umgebung ist, sind sozusagen, dass man da sitzt, dass sie schauen, auf diese Geräte sozusagen drauf zu kommen. Weil ob es jetzt meine Smart-Lampe ist, bei mir zu Hause oder die Smart-Lampe in diesem Büro drinnen, ist am Ende eigentlich nur das Gleiche. Ja, aber auch gerade im Bereich Smart Cars, da wird sicherlich auch viel getestet. Und wir Juristen kommen dann rein, wenn es darum geht, im Vertrag ganz genau drauf zu gucken, wer die Haftung trägt. Und da würde ich tatsächlich den Whitehackern dazu raten, da gut aufzupassen, da nicht in die Haftung reinzukommen. Ja, wir sehen ein großer Regelungsbedarf und großer Prüfungsbedarf, nicht nur juristisch, damit der Tag nicht doch etwas ins Wasser fällt. Genau. Sagen wir, die Intelligenz und die IoT soll ja das Leben erleichtern und eben wirklich so smooth durchgehen, wie es geht und eben auch wirklich Mehrwert bringen. Ja, Mehrwert für die Verbraucher und Mehrwert für Unternehmen, die ihre althergebrachten Produkte eben durch IoT, mehr smarte Software aufwerten. Und ich glaube auch einmal gibt es Regulatorik und das meiste, immer wenn man einen freien Raum hat, sollte man sich eben vertraglich gut einig werden. Ja, genau. Also am Ende Smart Devices weiter benutzen, aber Augen auf? Oder wie seht ihr das? Ja, würde ich sagen. Wir haben gesehen, wie gut der Tag funktionieren kann, wenn dann die Juristen, die Techniker und ein bisschen die Gesetzgeber ihre Aufgaben machen, dann kann das alles sehr gut funktionieren. Cool. Ja, also ich bin jetzt noch nicht total abgeschreckt von IoT, aber es hat mir total Spaß gemacht, vor allem aus der technischen Sicht.
meine Albtraumvorstellung, naja, auch wenn sie zu vielen Teilen bestätigt wurden, aber das mal von dir, Patricia, aus technischer Sicht zu hören, fand ich total toll. Mir hat es auch großen Spaß gemacht. Ich sag finde es auch. schade von den Danke. Zuschauern, dass wir jetzt keine Fragen mehr antworten können. Ich glaube, es wird nochmal Q&A-Möglichkeit geben. Und ansonsten sind auch unsere Kontaktmöglichkeiten, werden, glaube ich, mitgeschickt, sodass wir auch Fragen beantworten könnten. Sehr gerne. Ja, gerne. Hat mich gefreut, war echt super. Super Session heute. Und ich denke und ich hoffe, dass viele anderen, die heute jetzt dazugeschaut haben, viel gelernt, einiges gelernt haben und eben auch den nötigen Respekt und auch die Insights mitbekommen haben, was man zu beachten hat, wenn man sich mit IoT-Geräten ausstattet sozusagen. Auf Wiedersehen. Auf Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.